Herzlich willkommen zum weltallertollsten Reisemagazin. Heute stellen wir euch wieder einen Kapitän vor, Kapitän Möller. Danach gibt es ein Crew-Video von der Stella, ganz toll geworden. Und dann arktische Herausforderungen. Viel Spaß! Wie versprochen, wollen wir euch ja nach und nach all unsere Kapitäne vorstellen. Und hier kommt der Tommy Möller. Er erzählt aus seinem Leben, von seiner Arbeit und ich finde, man kann ihm richtig toll zuhören. Viel Spaß! Mein Name ist Tommy Möller, ich bin 47 Jahre alt und ich bin zurzeit hier als Kapitän auf der AIDA Perla. Also als Vorbilder standen für mich auf jeden Fall mein Vater im Vordergrund. Der ist, solange ich mich zurückerinnern kann, immer als Kapitän zur See gefahren. Und das war eigentlich so das Traumziel für mich, das auch zu machen. Dazu kam eben noch mein Onkel, der zur See fuhr. Und dann später, was man dann mitbekommen hat aus der Familie, dass über mehrere Generationen zurück die Leute auch alle zur See gefahren sind. Und das war für mich absolute Vorbildwirkung, so in der Richtung mich auch zu entwickeln. Also mein Entschluss, dann endgültig Nautik zu studieren, der ist dann erst später wieder aufgekommen. Nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen hatte, bin ich tatsächlich erst mal 15 Jahre an Land geblieben, habe dort verschiedene Sachen gemacht und habe dann erst 2006 wirklich nochmal das Nautikstudium angefangen in Warnemünde. Habe dort die 3 Jahre komplett die Ausbildung gemacht. Das ist eine Fachhochschulausbildung mit einem Diplom-Ingenieurabschluss. Und habe dann 2009 tatsächlich hier bei AIDA dann als Nautiker angefangen und bin dann Step by Step so durch die einzelnen Positionen, angefangen vom 3. Offizier, langsam die Karriereleiter nach oben gestiegen. Ja, was heißt es, Kapitän auf AIDA Perla zu sein? Also wenn der Lotse um 7 Uhr kommt, dann geht es für mich um 6 Uhr schon los, rechtzeitig hier oben sein, sich die Situation angucken, wie ist das Wetter, funktioniert alles so, wie es soll, sind wir noch im Zeitplan. Dann kommt der Lotse, dann wird eigentlich in den Hafen reingefahren, gemeinsam mit dem Lotsen das Schiff erstmal anlegen, das ist so der Hauptteil. Dann kommt natürlich die obligatorische Durchsage für die Gäste, wie ist das Wetter, wo sind wir angekommen, damit jeder informiert ist. Ja, und danach steht dann relativ viel administrativer Kram an, hätte ich jetzt fast gesagt, Beschäftigung, sehr, sehr viele E-Mails. Ich habe gleich hinter der Brücke mein eigenes Büro. Dann geht man so 1-2 Mal am Tag eine Runde durchs Schiff, gucken, ob alles läuft, in einzelnen Abteilungen vorbeigucken. Es gibt dann immer noch ein Briefing direkt mit dem Brückenteam, mit allen Offizieren, die sowohl hier auf der Brücke sind, als auch auf den Manöverstationen, um die Leinen loszuwerfen. Das kostet natürlich auch noch ein bisschen Zeit, dass man dann mindestens eine halbe Stunde vorher schon beschäftigt. Ja, was gehört noch so zu den Aufgaben eines Kapitäns auf einem Kreuzfahrtschiff? Ist natürlich ein bisschen anders. Auf einem Frachtschiff hat man keine Passagiere. Und hier muss man sich natürlich ab und zu auch mal blicken lassen. Und ich glaube, das ist auch eine persönliche Einstellung, die zu jedem Kreuzfahrtkapitän dazugehört. Da muss man auch Spaß dran haben, dass man einfach mal mit den Gästen redet oder eben bei einer Veranstaltung auf der Bühne steht, den Gästen was erzählt, ein bisschen was von sich erzählt. Und das ist aber eine Sache, die ich eigentlich auch sehr gerne mache. Und ich glaube, das merken die Gäste dann auch, wenn das so ein bisschen von Herzen kommt, was man darüber bringt. Es ist eine Riesenverantwortung, die man jeden Tag trägt. Man muss jeden Tag Entscheidungen treffen, das Schiff sicher in den Hafen reinfahren. Und das erfüllt einen tatsächlich schon mit Stolz, wenn man weiß, dass man in der Lage ist, das sicher zu managen alles. Die Leute wirklich vernünftig zu führen hier, denn letztlich ist es ja das, was ich mache. Ich muss auch die Crew hier komplett führen, damit jeder Tag vernünftig funktioniert, damit wir jeden Tag sicher in den Hafen kommen. Ja, und letztlich erfüllt mich persönlich das auch wirklich mit Stolz, dass wir über 4000 Gästen jeden Tag so faszinierende Ausblicke hier in den Häfen bieten können. Letztes Mal hatten wir das Thema glücklich. Erinnert ihr euch? Und da haben die Kollegen von der Stella ein Crew-Video geschickt. Großartig. Viel Spaß wünsche ich euch. A beautiful day. Oh, 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 oh.
Und habt ihr mitgetanzt? Tolles Video, oder? Und wenn ihr Bilder habt von euch und der Crew, dann postet sie hier unten drunter, würden wir uns richtig drüber freuen. Und jetzt geht's in den Norden, hoch in den Norden nach Spitzbergen. Da gab es eine arktische Herausforderung mit großartigen Bildern. Today we're going on a little adventure up to the mountain here in the background. So the idea is to climb 514 meters and on the way up we will go through the moraine of Larsch Glacier and hopefully on the way we will see some bird life. Yeah, let's go on this adventure. Come on. Richtig geil. Überwältigend. Atemberaubend. Man merkt, einem selber fehlen die Worte. Yeah. And we are now on Sarkrafagen, which is one of the common mountains to climb here in Longyearbyen. And you can also see Advent Fjord, where the fjord system of Isfjorden is having a little arm. Traumhaft, also Wahnsinn, überall Schnee auf den Bergen, man ist schon wirklich ziemlich hoch, ich glaube 500 Meter über Null. Und unerwartet den Ausblick bei diesem Wetter natürlich, wir haben wirklich Glück mit dem Wetter. Ne? Egal, welche der sieben Weltmeere und welche Länder euch interessieren, zum Beispiel das schöne Afrika bald oder Asien oder die Karibik, ganz egal. Wenn ihr mehr wissen wollt von uns, dann geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Und zum Schluss wie immer die wunderschönsten Bilder von Bord mit der allertollsten Musik. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. She's running out again. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.